שלום עליכם, בוקר טוב, פלא יועץ, רבי אליעזר פאפו, זצ"ל. Heute lernen wir über Augen, Einaim. Hashem hat gegeben dem Mensch zwei Augen und jeden Morgen danken wir Hashem Toda. Zwei Brachot über die Augen, unglaublich. Das zeigt, wie viel Wert und Wichtigkeit und Dankbarkeit muss man sich für die Augen geben. Zuerst sagen wir Pokeach Ivrim, dass Hashem hat uns die Augen geöffnet, im wahren Sinn des Wortes, dass wir sehen so viel schöne, gute, angenehme Sachen, Farben, sehr schön. Und zweitens, Hamavir Shena Me'einai Utnuma Me'afapai, das Hashem hat uns gegeben, Möglichkeit, die Augen ein bisschen zu schließen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob Leute nutzen das auf Deutsch, aber wenn ein Mensch ist müde im Mittag, sagt man in Ivrit, ich brauche für ein paar Minuten die Augen schließen. Also ich muss mich ein bisschen hinlegen, ich muss mich die Augen schließen. Oder wenn es nicht klappt, wie definiert man, ich konnte keine Minute die Augen schließen. Also man bedankt Hashem eins, das ist offen, wenn es offen sein. Und man dankt Hashem, wenn man will sie ein bisschen schließen und ein bisschen schlafen, da die sind nicht offen. Also da siehst du, wie viel Wert und feine Aufmerksamkeit gibt es in die Augen. Der Pelle Yoetz macht eine Sammlung über Mitzvot Ase und Mitzvot Lot Ase. Mitzvot von Gebote von Torah und Verbote von Torah, die man mit den Augen sehen, schauen soll und welche nicht. Ich werde nicht alle Begriffe jetzt erklären. Jeder kann sich später die Mitzvot besser recherchieren. Wir haben auch gemacht eine Serie über alle 613 Gebote und Verbote. Deshalb werde ich das so lesen in seine Wörter, ohne viel Kommentar, weil jeden Gebot ist eine Shiur für sich. Leistakel ba-Tzitzit, zu schauen auf dem Tzitzit, ob es jetzt Talit Katan oder Talit Gadol, und zu erinnern die Mitzvot, so wie es steht geschrieben, im 4. Buch Mosche 15, Ureitem Usechartem. Deshalb, es ist eine Mitzwe auch, zu lesen Torah Shebichtav mitoch Aktav. Also wenn jemand will jetzt lernen Chumash, 5 Bücher Moses, soll er nicht lesen jetzt von Internet, soll er nehmen dem Tanach und soll er lesen von Schrift, die Buchstaben zu sehen, ist eine Mitzwe und noch mehr die Sefer Torah. Also du siehst, wie die Welt entfernt sich von das Original. Früher war das in schriftlich in Pergament, später war das in Druckerei und heute Menschen haben schon ein digitales Buch. Es ist eine Mitzwe zu lesen Torah von dem Schrift. Es ist gesund für die Augen und es reinigt die Augen. Es ist eine Mitzwe zu weinen auf einen Tod von einem anständigen, korrekter Mensch. Und auf die Schmerz von den Tzadikim. Also er gibt uns verschiedene Mitzvot, die man machen soll mit den Augen. Soll man schauen auf eine Tzitzit, insbesondere in die alten Zeiten oder auch heute, ich überlege, ob soll ich eine kaufen mit Hellblau. Man sagt, es ist teuer, also die Hellblau ist, erinnert an den Himmel erinnert an den Thron und der Thron erinnert an Hashem. Es ist eine Mitzvah zu lesen, die Torah in der Schrift und zu weinen, ob wenn jemand ist gestorben. Wenn man nicht weint genug auf ein guter, anständiger Mensch, gibt das
Strafen bis Erdbeben. Wenn Sie das, hat man nicht geweint, wenn Miriam ist gestorben, dann hat man bekommen eine Strafe, bittere Wasser. Wenn Sie das, die Am Israel hat nicht geweint, wenn Joshua bin Nun ist gestorben, war ein Erdbeben in Timnat Heres und so weiter. Okay. Jetzt gibt es noch Mitzvot Aseh vom Torah und von unseren Weisen, die haben zu tun mit den Augen. Wenn ein Mensch will richtig beten, gibt es zwei Wege, was zu machen mit den Augen. Oder Augen schließen, also also beten mit geschlossenen Augen. Oder legen die Augen in dem Sidur. Es gibt einen Tipp, wenn ein Mensch will beten, das ist mir ganz neu und ganz schön, vor dem, dass der Mensch beginnt zu beten, soll er gucken in den Himmel. Also du willst jetzt beten, öffnen dem Fenster, gucken in den Himmel ein paar Minuten und dann das Herz wird bekommen nach Na'a, einem Anava, einem Edemut, Sanftmut, Bruch. Und dann soll er beten und soll er nicht gucken auf die Seiten, soll ihm Sachen nicht ablenken. Und wenn er ist in die Synagoge und er betet Gdusha, soll er auch Kadosh, man sieht manchmal Leute sagen Kadosh, Kadosh, Kadosh und sie schließen dabei die Augen, um zu haben Kavana und Cheshek. Kavana ist Andacht, Frequenz, Konzentration und Cheshek bedeutet Lust, Freude. Augen schließen schenkt der Mensch mehr Freude und schließen, um mit Hashem sich zu einigen. Also, das ist noch Tipps, was kann man machen mit den Augen. Jetzt beginnt er mit Verbote. Was soll man nicht machen mit den Augen? Eins, soll der Mensch nicht gucken auf Sachen von Frauen, nicht gucken auf Götzendienerei, das man nicht erlaubt, sondern nicht gucken, wenn Tiere, Vieh, Geflügel oder Waldtiere sich paaren. Also du gehst in den Zoo und der Löwe will jetzt gerade machen die Mitzwe. Es ist nicht erlaubt zu stehen und zu gucken. Das ist ihre Sache. Und es ist nicht erlaubt, wenn man will ich erzähle dir eine Geschichte, um das zu verstehen. Einmal Yocheved Segal, eine große Pädagogin, die kam aus Düsseldorf, hat studiert Erziehung in Berlin, hat geschrieben 5 Bücher Koasso Chachamenu. Sie hat meine Kindheit sehr geprägt. Schreibt in einem Artikel, sie kam einmal zu einem Kindergarten und es war ein Kindergarten, so Kinder mit 4, 5. Es war draußen so Käfig von Mäusen. Und die Kindererzieherin hat erzählt, dass sie wollen die Kinder zeigen, wie die Mäuse sich paaren, wie kommen Kinder zu der Welt, so moderne Menschen. Und sie hat gemacht so ein Gesicht, kannst du die Gesichter von Menschen, die alle sagen im Gesicht, ohne zu sagen. Also ich weiß nicht genau, was hat sie gezeigt, aber hat man gesehen in ihrem Gesicht, sie ist nicht zufrieden. Aber sie hat nichts gesagt, weil hat man sie nicht gefragt. Sie ist gekommen zu geben eine Schule über talmudische Geschichten im Kindergarten. Aber die Kindererzieherin war neugierig und sie hat gesehen, dass sie eine gehobene Dame und sie hat sehr viel Ahnung von Erziehung. Sie hat gesagt, Yocheved, was hältst du von dieser Offenheit, dass wir die Kinder zeigen, wie die Mäuse sich paaren?
sagt sie, es ist nicht gut. Weil dann denken die, das ist genauso auch bei Menschen. Nur technisch, nur physisch. Bei Menschen, es ist andersrum. Die Seele muss stimmen, mental, Freundschaft, Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit, große Gefühle. Und danach kommt auch das Irdisches dabei. Und wenn die Kinder sehen, die Mäuse, sie werden es falsch in ihrem Leben, in übertragenden Sinn denken. Deshalb ist es nicht erlaubt, nach die Halacha zu gucken. Nicht gucken zu viel auf dem Mond oder auf dem Regenbogen, um nicht zu paganischen Gedanken kommen. Man darf gucken auf den Mond, aber nicht jetzt stehen so halbe Stunde, oder Menschen, die stehen mit solchen Sternen und gucken, ist nicht erlaubt. Es ist streng verboten zu gucken auf die Kohanim, wenn sie duchnen. Also wenn sie machen die Bracha, soll man nicht gucken. Soll man nicht gucken in ein Gesicht von einem bösen Mensch. Also, es gibt manchmal einen Dokumentationsfilm. Soll man nicht gucken auf die bösen Menschen. Ich gebe dir ein Beispiel, ehrlich, von gestern. Ich lerne jetzt etwas über die Mandatzeit im Zweiten Weltkrieg. Und ich musste gestern gucken, irgendeine Dokumentation. Glaub mir oder nicht, es war Momenten bei dem Film, habe ich geguckt auf die Seite. Ich habe zugehört, aber nicht geguckt. Glaubst du mir? Ich wollte nicht gucken auf Gesichten oder auf Sachen, die mir schädigen können. Und genau, und nicht nur böse Leute, auch wenn man sieht, so Elend, so Bomben und Katastrophen, und das ist nicht gut für die Augen. Soll man nicht gucken auf jemanden, wenn er isst, und nicht in seine Teller. Also jeder soll bitte schauen auf seine Teller und nicht auf den Teller von dem anderen und nicht auf dem Gesicht von derjenigen, der isst. Und nicht ein Mensch sehen, wenn er macht einen Fehler. Also sagen wir, du gehst auf dem Promenade und sieht jemand von den Verwandten in einem Restaurant, die nicht koscher ist. Dann soll man nicht so extra gehen und sagen, hey, hallo, shalom. Nein, 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 nein. Lass ihn in Ruhe. Also, jemand macht einen Fehler. Das ist ein Geschäft mit der Ribbonische Leulung. Und genauso jede Sache, wo man denkt, der andere wird sich da nicht schämen oder traurig sein. Soll die Menschen von ihm bequem sein und Hashem auch. Und ich werde schließen. Und natürlich mit den Augen alles achten, was jemand was braucht. Also die Formulierung ist alt, aber es gibt Leute, du kommst in Bus und sie sehen, jemand hat ein Problem. Ich hatte ein Problem diese Woche, mein Handy war leer. Wie soll ich bezahlen? Also die Programm, die Applikation ist im Handy und ich wollte bezahlen. Und alle, der guckt rechts, der guckt links, niemand sieht dich. Man sieht, ein Mensch hat ein Problem. Ich bin gegangen zum Chauffeur, habe ich erzählt, ein Problem. Also es war eine Lösung. Aber Menschen sollen haben Augen, wenn jemand hat ein Problem. Man kann helfen, komm, gib mir 6 Shekel, ich mache mit meinem Handy. Weißt du, man kann flexibel umgehen mit Menschen. Jemand braucht einen Platz, jemand fällt, eine Frau ist ihr aufmerksam haben. Eine schwangere Frau geht mit einem Kinderwagen, schwitzt, sie will jetzt Treppe runtergehen. Kannst du sagen, Madame, nimm den Baby raus, ich nehme den Kinderwagen. Oder sowas. Also man soll Augen öffnen. Offene Augen. Schkoyach.